Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass ihr so zahlreich da bei uns vorbeigeschaut habt. Wir werden heute zusammen über das Thema Reisebloggen sprechen und ich werde euch unser Herzensprojekt vorstellen. Das ist das größte Projekt, das wir je umgesetzt haben, letztes Jahr, das Bergsee-Bungalow. Und ja, Thema Traumberuf, Reiseblogger. Für die einen mag es ein Traumberuf sein, für die anderen nicht. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, was sind unsere Grundsätze. Ja, und im Anschluss lohnt es sich noch da zu bleiben. Mein Mann Adi wird euch dann noch einige coole Kamera-Hacks vorstellen, wie ihr vielleicht selbst, die ihr selbst auf Reisen nutzen könnt, wie ihr auch günstig ohne teures Kameramaterial coole Effekte für Videos oder Fotos machen könnt. Genau. Ja, wir sind Valeria und Adi, wie ihr schon gehört habt. Adi sitzt da unten. Wir sind verheiratet, betreiben zusammen den Blog littlecity.ch und wie ihr wahrscheinlich unschwer hören könnt, kommen wir aus der Schweiz, nähe Zürich. Und genau, wir sind eigentlich so aufgestellt, dass ich den Blog betreibe, das heißt die Texte schreibe, die Fotos für den Blog mache. Adi macht Bewegtbild, also Videos, welche wir auf YouTube und Facebook hochladen. Und ja, wie für alle Reiseblogger ist Social Media für uns natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Instagram, Facebook, aber auch Twitter zum Teil, wo wir mit unterschiedlichen Kanälen aktiv sind. Zu Beginn noch ein paar Zahlen. Uns gibt es seit 2012. Seit 2015 machen wir das hauptberuflich. Das hat sich so irgendwie entwickelt. Ich weiß selbst nicht, wie ich da genau reingerutscht bin, aber ich komme nachher noch darauf zurück. Ja, natürlich Fokus Reisen. Wir sind aber kein reiner Nischen-Reiseblog, sondern wir berichten zum Teil auch über Food. Es gibt mal ein Do-it-yourself. Little City ist eigentlich einfach unsere persönliche Welt der Dinge, die wir lieben. Und das Reisen, das ist halt unsere ganz, ganz große Leidenschaft, kombiniert halt mit unserer Leidenschaft auch zu Social Media und der Fotografie, beziehungsweise bei Adi auch Video. Ja, wir haben 53.000 Follower rund über alle Social Media Kanäle und unsere Zielgruppe ist klar die Schweiz, aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Leute aus Deutschland oder Österreich bei uns vorbeischauen. Für uns war es einerseits einfach ein strategischer Entscheid, dass wir uns auf unseren eigenen, also auf unseren Markt fokussieren in der Schweiz. Es war ein sehr kleiner Markt, also da können wir sicher nie die Zahlen erreichen, welche internationale Blogger haben, welche auf Englisch schreiben, sprechen, was auch immer. Dafür sind wir sehr nahe bei den Leuten und machen auch alles, was gesprochen ist. Also Instagram Stories, die sind für uns sehr wichtig. Die Videos auf Schweizerdeutsch, könnt ihr mal reinschauen und schauen, wie viele da versteht. genau. Ja, aber nun die Gretchenfrage. Wir werden wirklich sehr oft gefragt, wie habt ihr es geschafft, von eurem Blog zu leben? Und so ganz einfach kann ich das gar nicht erklären, weil wir sind irgendwie da reingerutscht. Also das Ganze hat eigentlich als Hobby begonnen. 2012 habe ich aus einer Laune hinaus, ohne viel zu überlegen, mal die Domain littlecity.ch registriert und gefunden, ja komm, das mache ich doch auch mal. Ich versuche mich da mal aus, neben meinem 100%-Job in einer Online-Marketing-Agentur. Und mein Vorbild waren da auch deutsche Blogger, denn der deutsche Markt ist auch im Thema Bloggen oder allgemein im Online-Marketing der Schweiz ganz klar voraus. Ich glaube, das ist immer noch so, 2012 sicher noch mehr. Wie gesagt, das Ganze ist wirklich aus einer Leidenschaft entstanden. Ich habe es geliebt, Fotos zu teilen und wollte mich auch weiterentwickeln im Bereich Fotografie und habe so zuerst begonnen, Rezepte zu teilen, das schön fotografiert oder versucht, schön zu fotografieren. Dann haben wir begonnen, auch unsere Reisen zu dokumentieren und irgendwie ist das gewachsen, ohne wirklich einen Plan zu haben. Und ja, wenn mir jemand 2012 gesagt hätte, dass ich heute zu euch sprechen darf, in Berlin, noch in einem anderen Land, ich hätte gesagt, ja, du spinnst, das ist sicher nicht möglich mit deinem Blog. Und ja, irgendwie standen die Sterne auf unserer Seite und so ist das gewachsen. Die Firmen kamen immer mehr auf uns zu. Wir hatten die Möglichkeit, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, coole Projekte zusammen aufzugleisen. Haben wirklich mehrere Jahre lang neben dem 100%-Job eigentlich nichts anderes gemacht, als entweder Blog oder halt im
anderen Job quasi zu arbeiten. Und dann 2015 wollten wir sowieso mal eine längere Reise machen. Das war das eigentlich unabhängig vom Blog und dachten wir, ja komm, Job künden, reisen gehen. Ich hatte damals auch die Sicherheit, dass meine Agentur gesagt hat, ja, ich darf auch wieder zurückkommen, wenn wir von der Reise zurückkehren. Und genau, so sind wir 5 Monate reisen gegangen, haben das ganz intensiv auch mit dem Blog begleitet. Und, aber damals mit kaum Kooperationen während der Reise, aber da kommen auch immer mehr Firmen aus der Schweiz auf uns zu. Und wir hatten da ein schönes Netzwerk mittlerweile aufgebaut. Und als wir von der Reise zurückkamen, war für uns der Moment, wo wir gesagt haben, komm, wir versuchen es jetzt einfach. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was ich euch gerne auch mitgeben möchte. Viele fragen uns, ja, ich möchte auch bloggen oder es kann auch ein anderes, einen anderen Wunsch sein, aber was soll ich machen? Und als erstes sage ich immer, mach einfach, weil ich glaube, viele scheitern daran, dass sie träumen und nicht umsetzen, weil sie vielleicht Angst haben zu scheitern oder was es auch immer ist. Und ich glaube, man muss manchmal einfach beginnen und loslegen und mal scheitern, auf die Nase fallen und dann funktioniert es vielleicht nicht so, wie man sich gewünscht hätte. Aber wenn man weitermacht und wirklich etwas mit Leidenschaft macht, das klingt so abgedroschen, aber ich glaube wirklich daran, dann schafft man so viel mehr, als man sich vielleicht im ersten Moment erträumen würde. Ja, und wenn wir gefragt werden, was bist du von Beruf, dann, ja, ich bin Bloggerin, aber eigentlich bin ich eher eine eierlegende Wollmilchsau, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, unser täglicher Alltag ist natürlich nicht so, dass wir jeden Tag einfach am Strand sind, schnell ein Instagram-Bild posten und das online stellen. Wir sind wirklich sehr, sehr viel am PC, Bilder bearbeiten, am Reisen planen, am Texte schreiben, am Videos schneiden, an Projekte aufgleisen, E-Mails bearbeiten. Wir sind auch Fotograf, Texter, Videograf, leider zum Teil auch Buchhalter, wenn man eine eigene GmbH hat. Und ja, es steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht im ersten Moment denken mag. Genau. Ja, und ich glaube, die einen von euch fragen sich jetzt sicher, ja, aber jetzt weiß ich ja immer noch nicht so genau, wie kann man denn von einem Blog überhaupt leben? Werden das viel gefragt und ich glaube, viele können sich das nicht so ganz vorstellen. In dem Sinn haben wir unser eigenes Medium. Wir berichten über Dinge, die wir lieben. Also das ist bei uns halt wirklich das Reisen. Wir lieben es zu reisen auf der ganzen Welt und innerhalb der Schweiz. Und haben aber von Anfang an gewisse Grundsätze gehabt. Und die haben uns immer begleitet, die werden uns immer begleiten. Und das sind die Grundsätze, wo wir einfach nie davon abweichen. Bei allem, was wir tun. Und das Wichtigste oder etwas vom Wichtigsten ist natürlich hochwertige Inhalte mit Mehrwert. Also uns geht es nicht darum, uns selbst zu präsentieren, sondern wir wollen unseren Lesern etwas mitgeben. Das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Reisetipps sein, dass sie nach London gehen und dann 10 tolle Reisespots oder Sehenswürdigkeiten von uns gezeigt bekommen, die sie selbst besuchen können. Das kann Inspiration sein, seine eigenen Träume zu verwirklichen oder zu reisen, ein Rezept auszuprobieren und so weiter. Und für uns persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir sehr hochwertiges Bildmaterial posten, hochwertige Videos. Genau, und so hat sich das auch entwickelt, dass ich mittlerweile auch Jobs als Fotografin bekomme. Ja, unser höchstes Gut als Blogger ist die Glaubwürdigkeit. Also wir sind keine Testimonials, die man buchen kann und wir stehen hin und werben für ein Produkt oder eine Destination, sondern alles, was wir machen, haben wir selbst erlebt. Wenn wir über Produkte berichten, dann haben wir diese Produkte wirklich auch in unserem täglichen Leben. Also die haben Eingang in unser tägliches Leben gefunden, sonst berichten wir nicht darüber. Und so ist es für uns halt extrem wichtig, dass wir bei allem, was wir machen, authentisch sind. Ja, und man darf keine Angst vor großen Träumen haben. Das kann im Bereich Bloggen sein, aber ich bin sicher, jeder von euch hat einen Bereich, wo das zutrifft. Bei uns ist es das Projekt, wo ich nachher darauf zukommen werde, das Bergsee-Bungalow-Projekt, was ihr hier schon seht. Die 2 Bungalows haben wir selbst aufgebaut in den Schweizer Alpen und einen Monat da gelebt. Und
Ja, wir haben einfach immer den Ansatz, wir wollen über den Tellerrand schauen. Wir möchten nicht das Gleiche machen, wie alle machen und auch etwas Spezielles kreieren, unsere eigenen Ideen umsetzen, wie eben das Bergsee-Bungalow. Um davon leben zu können, haben wir langfristige Partnerschaften. Wir arbeiten lieber mit wenig Firmen zusammen, dafür über einen langen Zeitraum. Das macht es für uns auch sehr glaubwürdig. Es sind Partner, die haben wirklich Eingang in unser tägliches Leben gefunden. Aber wir haben natürlich auch Reisepartner, welche uns auch unterstützen bei unseren Reiseprojekten. Ebenfalls wichtig für uns ist, ganz, ganz nahe beim Leser zu sein, Kommentare zu beantworten, auf Fragen immer zu antworten. Auf Social Media folgen wir den Leuten auch zurück, die uns schon über Jahre begleiten und immer wieder kommentieren, weil es für uns auch schön ist zu sehen, wer ist denn eigentlich ja, hinter den Zahlen oder den Likes. Und wir haben auch schon ein paar Mal Dinge veranstaltet, wo wir Leser einen Tag mit uns mitgenommen haben und so weiter. Und das nur am Rande, aber so traurig es ist, ich möchte es eigentlich gar nicht ansprechen, aber es ist nicht mehr selbstverständlich. Wir sprechen uns auch immer wieder öffentlich dagegen aus, dass alle unsere Zahlen echt sind, wir niemals Followers, Likes und Kommentare einkaufen. Und ist leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Und ja, ich glaube, Ehrlichkeit währt am längsten bei allem, was man tut. Ja, ganz konkret, von was leben wir? Von langfristigen Partnerschaften, wo wir was daran verdienen, wo wir verschiedene Leistungen definiert haben, über ein Jahr zum Beispiel. Wir machen auch Sponsored Posts, Social Media Takeovers, also dass wir zum Beispiel von unseren Partnern oder Firmen, die auf uns zukommen, für einen Tag den Snapchat-Account übernehmen, wie wir das für die Swiss zum Beispiel schon gemacht haben, oder den Instagram-Account übernehmen für eine Woche, einen Tag, wie auch immer. Das haben wir für Panasonic zum Beispiel schon gemacht. Wir erstellen auch Content exklusiv für Unternehmen, dass Firmen auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben da eine Idee oder wir brauchen Bildmaterial von einer Destination oder sonst was, wo wir dann auch dafür gebucht werden können, verkaufen auch Bildmaterial. Und ein kleiner Teil, maximal 20% unserer Zeit, machen wir auch Workshops im Bereich Blogger Relations und Social Media, wo wir auch unser Wissen gern weitergeben. Für uns ganz wichtig sind unsere Premium-Partner. Ich habe schon gesagt, wir arbeiten lieber mit wenig Firmen zusammen, dafür langfristig. Das sind unsere Premium-Partner momentan. Eine schöne Geschichte ist zum Beispiel mit Panasonic, welche auch hier präsent sind. Also Adi hat schon sein allererstes Video, als wir noch null Follower hatten auf YouTube, mit Panasonic gedreht, also beziehungsweise mit der Lumix. Und daraus hat sich dann viel später eine Partnerschaft entwickelt und es ist einfach sehr schön, auch Unterstützung zu kriegen von den Brands, welche man sowieso ja nutzt und liebt. Und mittlerweile sind wir sehr stolz, auch mit diesen Brands zusammenarbeiten zu dürfen und gemeinsam Projekte zu realisieren. Ja, ich habe es schon kurz angetönt vorhin. Wir haben letztes Jahr im August das größte Projekt umgesetzt, welches wir je gemacht haben. Und ich behaupte jetzt mal, dass es ziemlich ein spezielles Projekt ist, welches es so jetzt im Bereich Blogger-Marketing noch nicht gegeben hat. Das ist, denke ich, auch das größte Blogprojekt in der Schweiz, das es bis jetzt gegeben hat. Und zwar ja, haben Adi und ich einen Monat hier gelebt. Das ist auf unserem Mist gewachsen, die Idee. Ja, auf dem Port Nunsee in Graubünden einen Monat zu leben. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, möchte ich gern euch ein Video zeigen. Thank you.
unser grösstes Projekt überhaupt. Monate von Vorbereitungen und so viel Material. Und all das Material muss jetzt am Platz nun sehen. Jetzt sind alle Sachen ready da hinten. Kann der Heli kommen und alles in Ruhe schauen. So, ich warte jetzt da, bis der Heli kommt. Ich höre ihn schon da hinten. Und der Helikopter lädt unten beim Adi alles auf. Am Türen da abgeladen. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Ich bin ausgeraten, ich bin sehr gut gegangen. Ich stehe jetzt am See und da oben wird das Zeug auch abgeladen. Oh. Dort hinten sind wir jetzt los zusammen bauen. Am Platnunsee hat es Kalbkühe und die haben uns auch ein bisschen mithelfen. Gell, das ist eine schöne Plattform. Gestern war ein unglaublicher Tag und wir sind weitergekommen, als wir gedacht haben. Der Untergrund des Flosses ist ready und heute wird es hier überall transportiert. Wir haben etwa 2000 Schrauben reingeschraubt. Heute bin ich besonders nervös, die selber gebaute Küche und die Überdachung wird hochgeflogen. Ich hoffe, es kommt alles unbeschadet oben an. Wir können mit dem Heli mitfliegen! Ja, das Video geht noch weiter, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr es gerne bei uns auf den Kanälen schauen. Ich hoffe, ihr habt was verstanden. Das war jetzt offensichtlich auf Schweizerdeutsch. Ja, ihr fragt uns jetzt, warum haben wir das gemacht und wie kommt man auf so eine komische Idee, auf 2000 Meter über Meer in den Alpen ein Glashaus quasi aufzubauen? genau, also angefangen hat eigentlich alles anfangs letzten Jahres. Da kam mein Mann Adi auf mich zu und sagt, du, ich habe da eine Idee. Und wie wäre es, wenn wir im Sommer einen Monat auf einem Berg sind in der Schweiz, in einem transparenten Haus wohnen und arbeiten würden und so wirklich voll in der Natur leben für einen ganzen Monat. Und ich habe zuerst gedacht, ja, sonst noch was? Also irgendwie konnte ich mir da nicht so vorstellen, dass da was draus werden könnte. Und dann ging das aber weiter. Adi hat nicht locker gelassen, hat da ein Konzept gemacht und mir aufgezeigt, wie das dann aussehen könnte. Und da wurde ich dann auch langsam Fan von der Idee und sind dann auch auf Graubündenferien zugegangen. Das ist die Tourismusorganisation des Kantons Graubünden. Und wir haben die schon von früheren Projekten gekannt und sie haben uns mal gesagt, ja, wenn ihr eine verrückte Idee habt, dann kommt ruhig auf uns zu. Und das haben wir gemacht und wir konnten sie zum Glück anstecken mit unserer Bergsee-Bungalow-Idee. Und so kam dann das Ganze ins Rollen. Also rund 4 Monate haben wir dann wirklich intensiv
Tag und Nacht an diesem Projekt gearbeitet, das auf die Beine gestellt. Adi hat die Küche, also das war unser Bungalow, wir hatten zwei, die Küche im Büro selbst aufgebaut. Er ist handwerklich, Handwerken ist sein großes Hobby, deshalb war das überhaupt möglich. Wir haben mit der Logistik geschaut, wie man das überhaupt da hochkriegt, weil Autos konnten nicht an diesen Bergsee hochfahren. Die großen Dinge mussten mit dem Helikopter hochfliegen. Wir haben geschaut, dass wir Wi-Fi haben dort auf dem Berg oben, dass wir Strom haben. Was machen wir, wenn es kalt ist? Also logistisch war das Ganze. Dann kam immer mehr, an was man denken muss. Wo geht man auf die Toilette und so weiter. Und ja, das wurde alles geplant. Und dann konnten wir das dann Ende Juli letzten Jahres beginnen wir das aufzubauen. Nach 4 Monaten intensiven Planung hatten wir in 10 Tagen das aufgebaut. Also es war wirklich auch vom Hochtragen des ganzen Materials bis zum Bauen der Plattform, welche ihr da seht mit dem Steg. Also da gab es gar nichts an diesem See vorhin. Das haben wir mit Hilfe auch von Adis Eltern aufgebaut. Und das waren die vielleicht 10 intensivsten Tage meines Lebens. Uns hat alles wehgetan, was einem weh tun kann. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und so schön, so viel Zeit einfach in den Bergen zu verbringen. Ja, und nach einem Monat sind wir dann wirklich eingezogen, haben das Ganze vorhin, wir haben immer so ein bisschen über Social Media angeteasert, dass wir da ein riesigen großes Geheimprojekt planen und nur so ganz klitzekleine Einblicke gegeben, aber nicht verraten, was wir genau machen, und dann sind wir dann mit dem Video, was ihr vorhin gesehen habt, dann raus und ja, sind ein bisschen überrannt worden von vielen Feedback, was wir darauf bekommen haben. Also es war wirklich extrem schön, wenn man so lange für etwas arbeitet, und wir waren so nervös, als wir das Video morgens um 7 gepostet haben, dann so viel tolles Feedback zu bekommen. Und in der ersten Stunde haben uns schon x Leute geschrieben, dass sie uns besuchen kommen in die Region, um dort zu wandern und vorbeizuschauen. Und ja, war einfach extrem schön. Vielleicht eine Grundsatzfrage, warum haben wir das überhaupt gemacht und was wollen wir jetzt mit diesem Projekt eigentlich weitergeben, sind eigentlich 2 Dinge. Das eine ist, was wir mit dem Video auch etwas transportieren wollten, einfach generell glaubt an eure Träume, wenn ihr einen auch verrückte Ideen habt, versucht sie umzusetzen, glaubt daran. Auch für uns war das zuerst, oder für mich vor allem, eine unmögliche Idee, und wir haben es am Ende doch geschafft. Und wir bekamen dann auch sehr viel Feedback, dass das bei den Leuten zum Glück auch so angekommen ist, was uns extrem gefreut hat. Und andererseits wollten wir auch die wirklich traumhaft schöne Region im Graubünden, im Prättigau, mit diesem wunderschönen Bergsee, den Leuten näher bringen. Also wenn ihr mal in der Schweiz seid, Prättigau, Portnunsee, es lohnt sich wirklich, dort vorbeizusehen. Ihr seht, wie wunderschön es dort ist. Und ja, besonders toll war dann auch, wie viel Besuch wir bekommen hatten. Also einerseits haben wir im zweiten Bungalow, also da seht ihr, es sind 2 im Hinteren, also im Vorderen haben wir gewohnt und im Hinteren hatten wir Übernachtungsgäste. Also man konnte das nicht buchen, sondern wir haben andere Blogger, YouTuber und Instagrammer eingeladen, aber auch ein Fernsehteam war mal da, eine Journalistin und so weiter. Und an den Tag durch haben wir natürlich alle Leute empfangen, welche uns besuchen wollten oder per Zufall vorbeigekommen sind oder in den Medien darüber erfahren haben. So sind zahlreiche wunderschöne Begegnungen entstanden, und Leute haben wir das erste Mal getroffen dort, welche wir zuvor nur über Social Media kannten, was auch ganz, ganz toll war. Und ja, wirklich zum Arbeiten am Computer kamen wir schlussendlich fast ein bisschen wenig, weil wir so viel Besuch hatten, aber das war dann auch egal. Ja, es war schlussendlich gut so, wie es war. Genau, ja, ich habe eigentlich schon fast alles vorgegriffen. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu den Zahlen. Eben, wir sprechen hier vom Schweizer Markt. Wir haben das Video auf Schweizerdeutsch gemacht, um halt den Deutschschweizer Markt anzusprechen, haben da 160.000 Video-Views erreicht, was für uns extrem viel ist, über Facebook und YouTube. Und
über 30.000 Leute haben den Blogpost gesehen, über Instagram Stories haben wir den ganzen Monat die Leute mitgenommen und die haben mitgefiebert und wir haben dort auch alles erlebt. Also wir waren auf fast 2.000 Metern und im August ist es dort unten im Unterland schön warm, aber auf 2.000 Meter kann es auch mal schneien kommen, es hat tatsächlich auch zweimal geschneit und wir haben in einem nicht isolierten Gehäuse gelebt, also dann das war auch, glaube ich, ganz spannend für die Leute, so zu begleiten, live über Instagram Stories, wie wir das halt so gemacht haben oder wie wir gefroren haben. genau, und toll war auch, wir haben dann den Hashtag Bergseebungalow kommuniziert und da gab es auf Instagram über 155 Posts von anderen Leuten auch, die vorbeigekommen sind, die Bilder gepostet haben und das ging auch wirklich in der Schweiz. Etwas viral, die ganze Geschichte, auch mit über 48 Medienberichten in der Schweiz und im Ausland, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und sogar Deutschland hat über uns berichtet, bei Focus Online kam mal noch was und in zwei Magazinen. Und ja, eine große Ehre für uns und ich hoffe, ja, ihr habt ein bisschen ein Bild bekommen über das Projekt und was wir so machen und ich übergebe jetzt an Adi und im Anschluss werden wir dann gerne auch noch beide Fragen beantworten, auch wenn ihr dazu noch Fragen habt. Okay, eine können wir vielleicht. Das ist eine gute Frage. Also von Anfang an war nichts geplant. Also das war eigentlich dann, also Graubünden-Ferien hat uns hier auch finanziell unterstützt. Und wir haben dann aber einen Partner gefunden, also wir haben diese Überdachungen gefunden und die haben uns diese dann für den Monat zur Verfügung gestellt und dann am Schluss auch wieder mitgenommen und ich glaube, die hatten da auch ganz schöne Publicity dadurch bekommen, was uns natürlich auch gefreut hat. Genau. Ja, dann übergehe ich gerne an Adi und er wird über Kamera-Hacks auf Reisen sprechen. Dankeschön. Ja, hallo von meiner Seite aus auch. Wie fange ich an? Zuerst habe ich ein paar Fragen an euch, dann zeige ich euch meine Ausrüstung hier, wie ich so ein bisschen arbeite und dann komme ich konkret noch ein bisschen auf Hacks. Ja, eine Frage an euch, wer hat seine Kamera immer dabei? Hände hoch. Schon ein paar. Wer macht selbst Videos, Filme, Vlogs? Gut. Wer sieht sich eher als Anfänger? Gut, dann versuche ich so ein bisschen alles abzudecken. Ja, das ist so meine Hauptkamera, das ist die GH5 und ich liebe sie wirklich. Und es gibt zwei große Vorteile, wo ich einfach sagen muss, darum liebe ich sie. Also das eine ist der Sensor hier drin, der hat eine 5-Achsen-Stabilisation. Das heißt, egal was für ein Objektiv ich vorne ran habe, ich habe schon eine super Stabilisation drin. Das andere sind die 180 Bilder, in denen ich mega coole Zeitlupenaufnahmen machen kann. Das sind so, es gibt natürlich auch andere Vorteile, wie wenn man sich selbst filmen will und der Bildschirm ausklappen kann und so weiter, aber da komme ich später noch ein bisschen drauf zurück. Dann mein Lieblingsobjektiv ist das Superweitwinkel. Das ist ein 7 bis 14 mm Objektiv, nicht jetzt besonders lichtstark, aber man bekommt halt, wenn ich jetzt so raus filme, bekommt der Zuschauer das Gefühl, er ist ich. Und umgekehrt, wenn ich mich selbst filme, dann sieht er wirklich auch noch, was im Hintergrund passiert. Also es ist wirklich so, dass man die Leute mit diesem Objektiv extrem in die eigene Perspektive hineinbringen kann. Ja, hier, wir waren vor ein paar Wochen in Kuba und dann habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht, was man so mit dem Objektiv machen kann. Da sieht man nochmals, dass man wirklich viel draufbringt. Also wenn man bedenkt, dass ich hinter Valeria gerade stehe und ihre Füße raufbringe, dann sieht man, wie weitwinklig das Ganze ist.
Auch wenn ich per Zufall Roger Federer antrifft, ich habe ihn dann drauf. Ich muss sagen, ich bin der größte Roger Federer-Fan und das war so mein Big Moment. Dann zum nächsten Objektiv. Das habe ich hier dran. Das ist ein mega lichtstarkes Objektiv, das nehme ich immer mit, wenn ich... Ich habe es eigentlich so oder so immer dabei, aber ich nehme es raus, wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen komplizierter werden, wenn es eindunkelt. Und in völliger Dunkelheit oder fast völliger Dunkelheit kann man dann auch Schnappschüsse wie diese noch bewältigen. Wenn ihr jetzt denkt, ja, die lichtstarken Objektive sind immer extrem teuer, dann muss ich auch sagen, ich habe angefangen mit einem alten Objektiv, einen Adapter angemacht und dann muss man halt manuell fotografieren oder filmen. Aber das ist eigentlich der beste Lernprozess. Also mit 100 Euro kann man sich ein gutes, lichtstarkes, altes Objektiv kaufen und dazu einen Adapterring, der vielleicht nochmals 20 Euro kostet und kann so ein mega lichtstarkes Objektiv seiner Kamera rantun. Und wenn man dann noch eine Kamera hat mit einer Stabilisation, dann ist eh super. Hier sieht man links, habe ich das Objektiv auf einem Stativ aufgestellt, rechts aus der Hand fotografiert und da kann man wirklich noch sehr, sehr coole Dinge machen. Ja, dann kommen wir zum, ja, mein neu liebgewonnenes Baby, das ist ein Superzoom. Wenn man es jetzt so anschaut, es ist noch nicht so riesig, es passt immer noch in meinen Rucksack, wenn ich es zumache. Und das Tolle an diesem Objektiv ist auch die Stabilisation. Zusammen mit der Stabilisation hier drin hat man eine doppelte Stabilisation. Und wenn man in der Kamera noch die elektronische Stabilisation einschaltet, dann hat man eine Dreifachstabilisation. Und hier oben, wenn man das hochrechnet, sieht man, ist vergleichbar mit so einem Objektiv. Und der ganz klare Vorteil hier, das ist weniger als ein Kilogramm, das ist 4,5 Kilogramme oder mehr. Also es ist ein Riesenunterschied, wenn man das immer mittragen möchte. Und dann auch preislich ist es zwar wirklich eine Investition, aber bei einem Konkurrenzprodukt sind wir da in ganz anderen Beträgen. Wenn jetzt, da habe ich eine kleine Demonstration vom Objektiv. Hier sieht man die roten Vierecke, das ist der Ausschnitt hier. Also es ist wirklich, man kann fast die Autonummern lesen. Der rote Punkt links, dort ist ein Boot und das habe ich, das Objektiv habe ich zuerst auf 100 mm und dann 400 mm rausgefahren und dann in der Hand gehalten. Und ich spiele euch ein Video ab, das ist Rohmaterial, aber das zeigt, wie gut das Ganze arbeitet mit den verschiedenen Stabilisationen drauf. Hier sind wir auf 100 mm, dann zoome ich ran. Suche den Fokus neu. Und jetzt habe ich 2 Sekunden, wo ich es perfekt nehmen kann und das reicht mir schon. Und wenn ihr vorher seht, das war wirklich ein kleiner Punkt und das ist unglaublich. Das ist privatsphärenmäßig viel schlimmer als jede Drohne. Für alle, die denken, ja, das ist mir alles zu teuer, man kann sich auch ein älteres Objektiv kaufen. Hier habe ich kurz ein Beispiel ausgesucht, 45 bis 200 mm. Man kann trotzdem noch solche Fotos machen. Ja, das kostet dann um die 200 Euro. Dieses ist auch noch mit einer Stabilisation im Objektiv drin selbst. Das Objektiv habe ich früher viel benutzt. Wenn ich nicht weiß, was kommt, dann habe ich einfach auch immer das Normale dabei. Das ist dieses Objektiv, das ist ein 12 mm bis 60 mm. Und wenn wir jetzt im Bus fahren, in einem fremden Land und so weiter und ich weiß nicht, ob ich jetzt etwas kommentieren will, kann ich es auch noch so hinhalten und mein ganzes Gesicht hat Platz oder ich kann wirklich jemanden heranzoomen bis 60 mm. Es ist dann wirklich...
Für den Fall, wenn man nicht weiß, was man als nächstes filmen möchte, ist ein Standardobjektiv gar nicht mal so eine schlechte Wahl für mich persönlich. Ja, dann immer wenn es das Land zulässt, wenn die vom Gesetz her möglich ist, nehme ich die Drohne mit. Mittlerweile ist sie 400 Gramm, kann unglaubliche Dinge. Und DJI, der Hersteller, denkt auch wirklich mit. Das Coole daran, ich kann 3 Akkus laden gleichzeitig. Früher musste ich in der Nacht den Wecker stellen, um die Akkus zu wechseln. Ich habe insgesamt etwa 25 Akkus, die immer geladen werden müssen. Und das Coole bei diesen Akkus, man kann es auch als Powerbank benutzen. Das heißt, ich kann damit wirklich alle anderen Akkus laden. Es gibt für fast alles mittlerweile USB-Adapter, wo man seine Akkus laden kann. Akkuproblem gelöst. Danke. was man so machen kann mit diesem kleinen Ding, das sieht man hier. Wir waren im Februar, waren wir in San Blas in Panama und dort hat es Trauminseln. Vielleicht, wer kennt das linke Tripod? Das ist so eigentlich das bekannteste Tripod. Es ist aber viel schwerer als das billige, was ich habe. Aber ich finde, das ist wirklich stabil. Und es bleibt beim anderen, sehe ich immer bei anderen, dass es manchmal auch einknickt. Und es ist halt wirklich wieder auch leichter. Es ist nur 155 Gramm schwer und es kostet 10 Euro. Könnt ihr bei AliExpress eingeben, Tripod. Und dann kommt das ziemlich weit oben immer. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, weil wenn man sich selbst filmt, also nur für die sich selbst filmen, das macht dann wirklich mit der Zeit was aus, wenn man den Arm ausstreckt. Ja, jetzt komme ich zu den Kamera-Hacks. Ich lasse kurz ein Video laufen. Aber keine Angst, ich gehe noch ein bisschen näher drauf ein. Ja, genau. Kommen wir zum ersten. Das geht vielfach vergessen. Das ist der Kameragurt, ist immer standardmäßig dabei. Und wenn ich so filme, dann ist es einfach schon mal doppelt so smooth. Und da kann ich es jetzt mit dem Teil auch unten nochmals abstützen und habe mehrere Fixpunkte. Oder wie ihr im Video gesehen habt, kann da ein bisschen rumbiegen und dann kann ich auch hier unten was machen. Kameragurt, wirklich etwas ganz Einfaches, immer benutzen. Ihr könnt hier wirklich was gewinnen. Ja, und dann das Tripod. Ich weiß nicht genau, wo ich es am besten zeige. Wenn man von den drei Beinen 2 zum Beispiel einfach mit Socken einpackt und rutschige Dinge daran macht, dann kann man auch schöne Schwenks damit herkriegen. Also dann ist dann einfach hier, ja, hier geht es halt nicht so gut. Aber es gibt auch 100 andere Dinge, wie zum Beispiel so ein Stuhl. Danke. Perfekt. Oder wenn man den Stuhl vielleicht kippt, hat man auch eine Achse.
Dann kann ich zum Beispiel den Stuhl nehmen, jemand könnte laufen, der hat sogar Räder. Ich kann eine perfekte Kamerafahrt machen. Einfach rauf, nachfahren, super. Ich habe hier sogar noch ein Drehobjekt. Also so einen tollen Stuhl hatte ich auch noch nicht, aber man kann zum Beispiel auch eine Türe nehmen, die Kamera ranklatschen oder, und dann den Winkel von der Türe benutzen. Oder auch hier ist es möglich, das einfach abzustützen und hier einen Slider zu machen. Es wird ganz smooth, man braucht nur irgendetwas, was ein bisschen rutschig ist. Und wenn man es dann noch ein bisschen besser machen möchte, zum Rutschen, dann nimmt man einfach irgendwelche Gummis, knüpft die ran und dann hat man auch schon am Anfang an eigentlich einen smoothen Start. Ja, also seid da einfach kreativ, überall, wo es gerade Flächen hat, benutzt irgendetwas, was rutscht, stellt die Kamera drauf, ihr könnt im Hotelzimmer einen Tisch nehmen, einen Badmantel, Kamera rauf, ziehen, ihr habt eine coole Aufnahme. Hier sieht man es nochmals kurz. Einfach ausprobieren, etwas benutzen, das fahrbar ist oder rutschig und dann habt ihr wirklich viel coolere Ergebnisse. Vielleicht als Tipp, wenn ihr so Kamerafahrten macht, schaut immer, dass ihr ein Objekt nahe habt und eins weit. Und dann gibt es die coolen Übergänge. Ihr könnt auch künstlich etwas in den Weg stellen. Stellt euer Koffer hin, macht eine Kamerafahrt hinten an den Koffer ran, dann könnt ihr einen Cut machen und der nächste Take kommt super cool rüber. Die Drohne, genau, das ist auch etwas, was man super benutzen kann zum, als Gimbal. Das hat ja hier ein 3-Achsen-Gimbal schon drin. Und die meisten würden sich im kleinen Hotelzimmer sich nicht getrauen, das Gimbal oder die Drohne im Hotelzimmer zu fliegen. Also ich habe es auch schon erfolgreich und nicht erfolgreich ausprobiert. aber man muss die Drohne gar nicht unbedingt mit, also die Propeller müssen nicht rotieren, man kann sie einfach halten, anstellen, filmen und dann eine Fahrt durchs Zimmer machen, zum Beispiel bis ans Fenster. Und dann nimmt man die Drohne und fliegt von außen Fenster weg und man hat eine mega coole, coolen Move. Ja, kommen wir zu den Lichteffekten. Der Brandon, das finde ich mega cooles Beispiel, folgt oder schaut mal bei Instagram bei ihm vorbei, das ist sein Bild. Und ich finde, er macht, ja, ist für mich so ein Vorbild in Lichteffekte. Ja, das sind so meine kleinen Hackboxen. Das ist eigentlich wirklich nicht viel Material, aber da drin habe ich Lichterkette, Taschenlampe, CD und oder Feuerzeug oder Streichhölzen. Ein kleiner Tipp zum Beispiel ist auch immer oder kann super sein. Man ist eine Touri-Destination, hat einen super Bild vor sich, aber da sitzen einfach zwei und die wollen nicht mehr weg. Und dann nimmt man halt vielleicht so ein Licht oder eine Lichtquelle und hält sie nah ran und das macht dann auf dem Bild gar nicht mehr viel aus,
es ist wie so, ja, es kann noch schön wirken und die Leute sind dann einfach verschwunden. Das andere ist, man kann eine Taschenlampe kann man benutzen, irgendwo aufstellen und sich selbst noch beleuchten oder man kann die Taschenlampe so benutzen und von der Seite ins Bild fahren und dann gibt es so die Reflexionen. Ja, das gleiche gilt mit dem Taschenmesser. Wir Schweizer müssen ja immer ein Taschenmesser dabei haben. Kommt am Flughafen nicht immer gut an, muss ich ehrlich sagen. Kann man auch Reflexionen reinmachen, wenn man das nah ans Objektiv hält, dann sieht man es gar nicht, wie was das genau ist. Man kann damit ein bisschen spielen. Ja, Hardware-Hacks. Ich mache mir immer beim ausklappbaren Bildschirm so einen Kleber ran. Aus diesem Grund, weil ich nach vorne filme und mich selbst filme und dann im gleichen Moment drehe. Dann kann ich immer so machen und irgendwas dazu erzählen und es funktioniert einfach in einem Cut mehr oder weniger, meistens. Danach, ich habe hier noch so ein Spielzeug unten ran, klebe ich meistens meinen Power-Button ab. Kann mal einen Akku draufgehen, weil man es vergisst, wobei der Schlafmodus sehr gut funktioniert. Aber der Vorteil ist, niemand weiß, ob ich jetzt am Filmen bin oder nicht. Wenn ich dann am Filmen bin, die Kamera irgendwie so halte, kann ich eine coole Szene drehen und kein Mensch denkt, ich bin jetzt am Filmen. Es gibt manchmal die Situation, wo man das vielleicht haben möchte, weil es einfach dann umgestellt ist oder vielleicht auch an Orten, wo es nicht unbedingt jeder gefällt, dass man filmt. Ja, Spiegelungen. Spiegelungen sind immer, die kommen eigentlich immer super an. Bei den Bildern versuche ich viel mit Spiegelungen zu arbeiten. Und es gibt da ein paar Tricks. Das ist einerseits, wenn wir in einer Stadt rumlaufen, dann suche ich immer, hat es irgendwo Wasser am Boden, kann ich das ausnutzen. Dann gehe ich ganz nach unten und versuche von unten nach oben zu fotografieren, um eine schöne Spiegelung hinzukriegen. Und wenn es dann mal nicht geht, dann habe ich vielleicht Wasser dabei und mache mir meine eigene Spiegelung. Hab's noch nicht so oft gegeben, aber einmal war es wirklich cool in London, da haben wir ein super Bild gemacht. Ja. Ja, das andere ist, die Spiegelung einfach mit dem Handy zu machen. Wenn ich jetzt, oh, die Halle gefällt mir jetzt hier so mega, aber die Leute hier vorne finde ich jetzt gerade, will ich nicht auf dem Bild haben, dann mache ich einfach so und schneide sie mir so ein bisschen weg. Es braucht ein bisschen Üben, aber mit der Zeit ist das, kann man so gewisse Effekte machen. Ja, das war's eigentlich von mir. Ja.